Viele von euch haben sicher schon mal Waldhonig gegessen. Der Waldhonig kommt nicht von Blüten, sondern vom sogenannten Honigtau. Das ist der Zuckersaft des Baumes, der durch Blattläuse ausgesaugt wird und die essen dann nur die Proteine, also das Eiweiß davon, und der Rest tropft hinterm Hals wieder runter und hinterlässt dann diese klebrige Substanz, die man hier auf den Blättern sieht, und diese Substanz, die sammeln die Bienen und aus dem machen sie den Waldhonig. Es sind aber die Ameisen, die die Läuse auf den Baum hinauftragen. Die Ameisen kultivieren eben die Blattläuse und die Blattläuse sind dann in Massen vorhanden und dann tropft eben dieser Honigtau, dieser Zuckersaft vom Baum herunter und aus dem entsteht euer Waldhonig.